Und wir sind wieder bei Minecraft Automats 2 Plus beim Bauen der Anreicherungskammer. Auch in Redstone. Stahl und Glas, okay. Stahl. 1, 2, 3, 4, 5. Und Glas. 1, 2, 3, 4. So. Oh, ach so, das ist ein Osmiumbahn in der Mitte. Ich dachte, das wäre jetzt nur Stahl. Ach, ja, das ist also Osmium ist von dem Mod quasi wirklich der Hauptbestandteil. Also alles in dem Mod hat irgendwie was mit Osmium zu tun. So gut wie. Osmium, Osmium, Osmium. So. Jetzt brauchen wir Redstone, Eisen und die Basisdinger. Basis brauchen wir zwei von. Dann brauchen wir Redstone, brauchen wir auch zwei von. Und dann brauchen wir Eisen, brauchen wir auch zwei von. Iron. Das ist nicht ganz so gut. Kann man die denn eigentlich wieder zurückverarbeiten? Na, der Maze Raider kann daraus was machen. Ja, von Amberst. Ja, ne. Boah, 8 von euch, oder? Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Das ist jetzt schlecht. Iron. Ganz, ganz viel Iron. Daraus werden 6 Eisenerze. Daraus werden 4 Nether-Eisenerze. Und aus einem werden 2. Das heißt, ich habe 2 Erze Gewinn gemacht. Ich glaube, die Maschine war das, oder? Der Crusher hat da irgendwie. Am seltsam. Warte mal. So, und. Warte mal. Er steckt auch noch die falsche Maschine hin. Der sollte ja dahin. Also. Iron. Das hier. Genau, da werden 4 von diesen Eisenerzen draus. Ich glaube, wenn man das normal aufbaut, springen da auch nur 3 raus. Von dem Nicht-Denzen. Und das ist natürlich 1 mehr. Da sage ich natürlich nicht nein. Aber 1 mehr ist halt auch mehr. Eins mehr ist halt auch eins mehr. Warum haben wir Feinde mit Iron? Das haben wir in Cousin vor Ewigkeiten mal gemacht und nie mehr damit gemacht. Ah, ja, jetzt haben wir diesen Unterschied der Klei-Klick und Endors. Kann man das denn auch zu Schlamm verarbeiten? Kann man. Wird behandelt wie stinknormales Eisen. Okay. Was sieht man hier? Hier kommen schon 4 raus. Aber hier muss dann auch, genau, Hydrogenchlorid rein. Das sieht man dann hier an dieser Stelle. Weil der hier hat Sauerstoff. Ja, Sauerstoff, da muss Luft rein. Und hier hat man nix.
Aber dem hat man auch nichts. Also der braucht gar kein Gas anscheinend. Ist auch gut so. Aber wenn der hier oben steht, weiß ich nicht, wie ich Gas dran anschließen soll. Stimmt. Oh fuck, Mann. Ich glaube, ich kann da gar nicht alles hier oben hinstellen. Das geht gar nicht. Ich krieg ja kein Gas da dran. Interfaces können ja kein Gas teleportieren. Oder? Weil Gas ist in Mechanismen keine Flüssigkeit. Ich müsste gucken, dass ich es flüssig mache, dann dürfte es hinhauen. Dann muss es aber wieder entflüssigen. Dann müsste ich hier oben noch eine zweite Maschine haben, die das Zeug alles wieder entflüssigt. Sofern das nicht auch als Flüssigkeit in die Maschine reingepumpt werden kann, das weiß ich jetzt nicht ganz. Kommt immer auf die Maschine an, ob das geht oder nicht. Eigentlich möchte ich das, wenn dann, gleich richtig vermehren. Wie viel Eisenerz haben wir denn eigentlich? Nur so ein paar hundert, das ist nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht, weil hier 8 rauskommt, aber es ist eigentlich, glaube ich, es ist immer besser, das in diesen Crusher reinzuhauen, weil ich dann einfach 4 von dem ursprünglichen Erz kriege. Und das Erz kann ich ja dann verachtfachen? Versechsfachen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt nochmal die maximale Vermehrfachung ist, die ich dank Mechanismen dahin kriegen kann, aber man hat ja schon gesehen, man kann 4 aus einem Erz rauskriegen und das ist eine Stelle, die wir, glaube ich, sogar sehr früh erreichen können. Iron. Iron. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, das dauert so lange, dass der noch ein einziges von diesen Dingern produziert? Ich brauche doch nur ein Eisen, man. Oh. Naja, dann müssen wir jetzt leider den sauren Apfel beißen und mal ein Eisen irgendwie verarbeiten. Hier kann es nur Gold rauskommen. Ist ja zumindest irgendwas, was da noch zusätzlich rauskommen kann. Dann hier rein. So. Machen wir gleich das hier auf, weil schneller als das System nehme ich das nicht da raus. Also vergessen, so schnell bin ich nicht. So, Crafting fällt her und dann sollte ich das da reintun können. Ach so, ich brauche mehr jetzt. Doch, da habe ich irgendwas falsch berechnet. Ich dachte, das wären nur 2 gewesen. Aber nope, da waren 4 drin im Rezept. C. Ah, na also, Anreicherungskammer. Die sollten wir auch noch drin haben. Energiedukte. Zwar Redstone-Energiedukte. So. Und was da denn? Dahin. Gut. Können wir das noch hier hin machen, so. Und das machen wir dann hier oben zu. Dann können wir da auf der Seite auch noch Maschinen hinbauen. Jetzt können wir erstmal hier die Anreicherungskammer hin. Die eigentlich, die könnte auch ein paar Sachen direkt in den da reinpumpen, rein theoretisch. Wenn er nicht auf der Seite Output hätte. warte, Auto auswerfen bitte aus. Weil nicht, dass er das jetzt da reinwirft, weil der das andere nicht erkennt. Das wäre sehr, sehr dumm. Gut.
Das heißt also, hier könnten wir jetzt Redstone und alles reinhauen, um diese komprimierten Dinger zu bauen. Da muss ich die anderen Sachen halt noch ein bisschen überarbeiten. Um das da alles fertig zu machen, da brauchen wir noch ein Phantom Face. Wahrscheinlich auch noch so ein Verstärker. Also so ein... was ich halt auf das andere Phantom Face draufgestellt habe, dass es stärker ist im Array, dass er halt mehr Reichweite hat. Was mir an diesen Dingern nicht ganz gefällt, ist, wie sie gemacht sind. Ich kann jetzt nicht eine Eingabe noch auf die andere Seite packen. Das ist ein bisschen bescheuert. Das heißt also, wenn dann, naja. Außer es gibt da noch andere, aber ich glaube nicht, dass es da noch andere gibt, oder? Eingabe. Ja, nee, da geht's ja nur das Ding. Und daraus kann man ja nicht irgendwas bauen. Ja, daraus kann man die Schnittstelle bauen, aber die hat ja nicht funktioniert so über diesen Weg. Die hat ja kein automatisches Inputten, kein automatisches Reinziehen und die Maschinen tut das nicht automatisch gescheit da reinputten, wenn die so das machen. Heißt also, das ist alles scheiße, was das angeht. Na, dann hilft wohl über alles nix. Ich habe ja sogar noch ein Phantom Face hier drin, ne? Phantom Faces. Da, hier, das da. Und Werk. Das haben wir wieder klar. Genau das ist das Problem ist. Ja, jetzt ist zumindest das hier fertig. Werkbank. Kann ich eine bauen? Nein, es fehlen zwei Eisenbahnen. Verbindung ist ausgezeichnet und funktioniert. Ist ja gut zu wissen. Ich lege jetzt noch ein. Warte, hier war doch irgendwo noch ein Platz, oder? Ja, genau hier. Dann lege ich jetzt auch noch ein. Weg damit. Warum auch immer hier noch ein Rezept drin war. Den da möchte ich noch anlegen. Und ich glaube, der weiß nicht, wie man das Ender Casing baut, oder? Kann das sein? Was ein bisschen lame ist, aber. Ey, ja, der weiß nicht, wie man das Ender Casing baut. Das ist natürlich dann doof, weil dann brauche ich natürlich noch einen mehr. Ja, dann brauche ich noch einen mehr. An diesen schönen Autowerkbänken. Iron. Ah, nee, das dauert zu lang. Eisen. Oh lol, haben wir noch Eisengitter? Warte. Die kann man doch teilweise auch wieder zurückverarbeiten, oder? 8 werden 3. Ah ja, das ergibt. Das macht Sinn, okay. Wie viel Sand haben wir denn noch im System? Haben wir noch genug, um das tätigen zu können? Ich denke.
Nur schon mal anfangen zu arbeiten. Automatische Werkbank. Brauch mal eine, komm schon. Das kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern, weil das hier alles durchgehen muss. Dann die hier. Ah, fertig. Eine zweite würden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr bauen können. Vor allem keine zwei. Nein, da fehlen 8. Ah ja, das Phantom Face habe ich noch nicht platziert, weil ich hier mich wieder voll scheiße hinstellen muss. Irgendwie so. Beweg dich doch mal nicht so scheiße, Mann. Er kann sich auch nicht smoother bewegen. Aber ich hab's geschafft. Applaus, würde ich mal was sagen. Ah ja, stimmt. Die müssen wir jetzt erneuern. Oder der Übel Muster, Muster, Muster. Für den angereicherten. Genau, hier ist es ja so. Da das Ding aber aus einem Redstone gewartet, das hier entspricht ja 8. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt also, da müssten 8 Eisenbahnen rein. Dann nehmen wir uns Eisen und nehmen wir uns die angereicherten Dinger. Die Basisdinger, Basis. Und die, wie heißen die anderen? Verstärkt, okay. Und die verstärkten Dinger. So. Dann schauen wir bei denen. Klick. So, das ändern wir jetzt nur ein bisschen ab. Weil das jetzt im Endeffekt heißt, 8 Eisen plus ein von denen entspricht 8 von denen. Weil eben 8 Vorgänge damit verarbeitet werden können. Gut, das. Oh, nein. Warte mal, die lernen wir einfach. So. Damit ich wieder das leer reinschmeißen, schmeißen wir die rein. Klick. Das wurde so überschrieben. Genau, dann hier. Dasselbe Spiel mit Osmium. Wir müssen ein bisschen Osmium rausholen. Osmium. Also, würde auch ohne die Ressourcen zu besitzen, geht es natürlich auch. Muss man dann nur ein bisschen anders machen. Dann wird es natürlich jetzt heißen, hier kommen 8 davon raus und hier werden 8 Osmium reingelegt. Hierfür. 8, 8, 8, 8, genau. Dann das hier. Der Verstärkte heißt das Ding. Verstärkte. Das Ding hier.
So, dann wären das hier wieder 8 von denen ergeben. Nein. Okay. Mit Rechtsklick erhöhe ich das einfach. Das heißt, 8 von denen plus 1 davon ergeben 8 von denen. Genau. Leeres Muster. Haben wir hier überall, genau. 8 immer mit einem komprimierten Redstone und einem komprimierten Diamanten. Dann müssen wir hier drin das dann natürlich auch abändern zu komprimierten Redstone und komprimierten Diamanten. Obwohl, wir müssen uns natürlich um den da kümmern. Dafür brauchen wir erstmal wieder noch eine Eingabe. Geht denn das nicht? Das würde so sexy ausschauen. Das würde so toll ausschauen, wenn das beides auf demselben Dingens ist. Ach, naja. Okay, dann eben nicht. Dann müssen wir den hier mittels Phantom Connector connecten. Den ich nicht dabei habe anscheinend. Phantom Connector. Der tut jetzt von unten einsaugen und zur Seite ausgeben. Erstmal wieder Tag machen, dann wächst das Feld nämlich wieder besser. Und den Part beenden. Also geht's im nächsten Part weiter. Bewerte nicht vergessen und ciao.